In katholischen Kirchen im konservativ geprägten mittleren Westen der USA hört man oberflächlich weder lauten Jubel noch negative Äußerungen über die Berufung von Amy Coney Barrett an das oberste Gericht. Bei genauerem Hingucken ist die breite Zustimmung aber unübersehbar. Schließlich hat die Personalie die ohnehin schon vorhandene konservative Mehrheit im Supreme Court zementiert. That's a big deal. Das ist eine große Sache für uns Frauen, für alle religiösen Menschen. Wir sind so glücklich. Ihr werdet die Abtreibung niemals loswerden. Es wird immer Abtreibung geben. Ihr werdet nur sichere Abtreibungen verhindern. Amy Coney Barrett stand jahrelang diesem Bundesgericht in Chicago, Illinois vor. Außerhalb des Gerichts gab es Proteste vor dem Hintergrund der Unterwerfung der Frauen in der amerikanischen TV-Serie Handmaid's Tale. Die Demonstrierenden sagen, dass ihre Ansichten über Abtreibung und homosexuelle Rechte in dieser liberalen Stadt nicht gut ankommen. Illinois hat ein staatliches Gesetz, das Recht auf Abtreibung garantiert. Mit der sogenannten Roe vs. Wade-Entscheidung des obersten Gerichtshofs wurde Abtreibung in den USA 1973 landesweit legalisiert. Aber in vielen Kirchen herrscht das Gefühl vor, dass das Gesetz jetzt fallen könnte. Es gab andere Gelegenheiten. Ich hoffe, dass das passieren könnte, aber es ist noch nie passiert. Also müssen wir einfach abwarten. Aber zum Wohle des Landes ist sie die beste Wahl. Kritiker von Coney Barrett sehen das komplett anders. Wenn das Recht auf Abtreibung landesweit fällt, werden wir den Frauen helfen, hierher zu kommen, um Abtreibungen sicher vornehmen zu lassen. Präsident Donald Trump hat sein Bestes getan, um religiöse Wähler in sein Lager zu holen. Wenn religiöse Führungskräfte gefragt werden, warum sie Präsident Trump unterstützen, nennen sie als Grund dafür, er habe die Macht, Richter zu ernennen, die die konservative Agenda weiterführen, auch lange nach dem Ende seiner Amtszeit. Trump ist unser Held geworden, weil er unser Amerika rettet. Amy Coney Barretts dokumentierte Haltung gegen Abtreibungen könnte bei der Präsidentenwahl einen Unterschied machen, glaubt ein Politikanalyst. Wenn dieses Thema diskutiert wird, hilft es den Republikanern. Es zieht diese Wähler zurück und sie sind mehr daran interessiert, über dieses spezielle Thema abzustimmen. Eine harte Haltung gegen Abtreibungen als Wählermagnet für Trump? Erst Analysen nach der Wahl werden Aufschluss darüber geben.